zweite Spielleiter. Jetzt warten wir, der Start und der Sieger fahren Mainzel aus. Mainzel zuckt mit Messer. Aber diese Kämpfer, Lesslinger, vorhin schon mal gesprochen, es gibt ja die Hubraum-starken Fahrzeuge, die daherkommen. Aber diese Fahrzeuge sind dermaßen schnell, weil sie ganz, ganz leicht sind. Und schauen Sie mal, Frank Mainzel an. Mainzel ganz hart am Kämpfen hinter diesen. Und wie gesagt, diese beiden, die haben noch nicht alles zu Hause, die wollen hier noch ganz hart kämpfen. Und da gibt es. Da gibt es die eine oder andere Anekdote. Und wie gesagt, also das war ganz wichtig damals. So, diese Kämpfer lässt es hier liegt. Die können auch Mainzel außen im Weichen. Mainzel ganz raus nach außen raus ins Weichen gekommen. Ja, die beiden Ersten, die können etwas Vorsprung und Frank Naumann raus. Aber wie gesagt, das ist dieser Unterschied zwischen hart und weich. Der muss erst einmal überwunden werden. Dieser Kämpfer, der ja schon vor einigen Jahren einmal in Oberfranken das große Finale gewonnen hat. So, zwei Runden jetzt noch. Wieder diese Kämpfer. Oh, Frank Mainzel. Und Mainzel geht hier mit vollem Druck durch. Die wurde mal gesagt, das Optimalste oder das Höchste, was es gibt, sind dann 1500 Kubikzentimeter. Aber wie gesagt, original haben sie und da fällt wieder diese Kämpfer aus. Diese Kämpfer in der letzten Runde Ausfall für ihn. Und genau an der gleichen Stelle war es vorhin Dennis Engel. An der gleichen Stelle stellte er sein Auto auch ab. Und ich hoffe immer nur, dass diese Autos wenigstens zum Finale nachher Getriebe besorgt, sodass das Getriebe noch eingebaut wird. Aber hier gibt es der Sieger, Frank Mainzel, mit der Startnummer 302. Frank Mainzel ist übrigens auch der Führende in der Meisterschaft im 303, Daniel Naumann. Beide sind ja vom MSC Sigmartal hier unterwegs und jetzt hoffen wir mal, dass das Auto...